Thunder Dragon. Ja, das ist ein gutes Deck. Da hatte Konami mal wieder eine Blitzidee. Wir greifen einfach ein altes Monster auf und erfinden darum ganz viele neue Karten. Sie sind alle Typ Donner und machen sie zur Hälfte Dark und zur Hälfte Light. Dann brauchen wir noch zwei neue Bossmonster. Hierbei setzen wir einfach auf Fusion und fertig. Schon hat man ein neues Meta-Deck. Doch dann reicht es nicht, dass die Donnermonster einen Abwurfeffekt haben. Nein, sie haben alle einen zusätzlichen Effekt, wenn sie gebanished werden oder das Spielfeld verlassen. Ich meine, ja klar, warum nur banishen? Das alleine passiert auch viel zu selten. Ich meine, solche schwachen Karten wie Verlockung der Finsternis oder Schwarzglänzender Soldat tun das ja gar nicht. Und dann gibt es noch so langsame Karten wie Goldsarkophag. Du banishst eine Karte und hältst sie in zwei Zügen. Na und? Dadurch triggern ihre Effekte. Recyceln, Hand verbessern, searchen, adden. Von Grave Specialen aus dem Deck Specialen, searchen. Und apropos triggern. Ja, cool. Koloss ist schon ein sehr schönes Bossmonster. Nicht mehr suchen. Im Jahre 2018, wie OP ist das denn mit 2600 ATK? Aber als würde das zu schwach sein, muss man ihm natürlich noch einen Protection-Effekt geben. Einfach nur ein Donnermonster banishen und fertig. Und oh ja, wenn es nur einmal pro Spielzug ginge, wäre das wirklich schlecht. Deshalb kannst du es immer und immer wieder machen. Und würde er schwer zu beschwören sein, könnte man ja sagen, ja, ist balanced. Aber nein, du musst nur ein Donnermonster-Effekt von deiner Hand genutzt haben. Und schon brauchst du nur ein Donnermonster-Opfer. Irgendeins. Alles klar. Und das ist nur Koloss. Mit Titan will ich gar nicht erst anfangen. Natürlich kann er sich auch beschützen. Und er braucht nicht mal ein Monster. Einfach zwei Karten. Irgendwelche Karten. Und als wären 3200 ATK nicht stark genug. Nein. Er kann auch noch immer wieder eine Karte vom Gegner zerstören, wenn ein Donnerdrache seinen Effekt von der Hand aktiviert. Und wieder ist das nicht once per turn. Geht's noch? Doch falls der Gegner es mal schaffen sollte, die Fusion wegzukriegen, mischt man sich einfach wieder alle weg. Und schon kann man das Ganze von vorne beginnen. Und dann kommt noch hinzu, dass das Deck noch genug Platz hat, Handtap zu spielen. Zu verhindern, dass man nicht mehr adden kann und Karten im Gegner ein Spielzug zerstören kann, reicht ja auch nicht. Man verhindert einfach noch mit den Handtraps die letzten Optionen, die dein Gegner noch bleiben. Und warum? Weil Thunder Dragon gut ist.